Wer Weltumsegler werden will, muss einiges lernen. Bei der exklusivsten Katamaranregatta der Welt stellt die Werft Outremer in Südfrankreich ihren Kunden Profisegler an die Seite. Mittendrin bei der Outremer Week Kapitän Klaus Tietze aus Grohn. Der 62-Jährige arbeitet seit 20 Jahren als Verkäufer von Meerrumpfschiffen für Blauwassersegler. Bremen-Grohn. Klaus Tietze redet mit Händen und Füßen. Der Yachtverkäufer versucht gerade einen 1-Million-Euro-Auftrag für ein Schiff zu retten. Der Auftraggeber steckt in Zahlungsschwierigkeiten. Dabei hat die Werft das Boot fast fertig. Ja. Die würden aber das sehr gutieren, wenn sie innerhalb dieser Woche auch die Anzahlung überweisen könnten. Ich habe Ihnen das heute alles per E-Mail noch mal rübergeschickt, auch die schriftliche Bestätigung. Der Problemkunde ist nicht lange Thema bei CutSail. Dafür sind zu viele Anfragen abzuarbeiten. Klaus Tietze und seine Kollegen verkaufen mit der kleinen Groner Firma große Meerrumpfboote, vor allem im gesamten deutschsprachigen Raum. Everything is all right, Jan. 15 Minuten nach der Hiobsbotschaft hat Tietze schon wieder den Verkauf eines älteren Fahrtenkatamarans unter Dach und Fach gebracht. Okay. You're welcome. All the best. Bye bye, Jan. Der Kaufpreis des Schiffes liegt in diesem Fall bei ca. 160.000 Euro. Die Vermittlungsprovision mit inklusive aller Aktivitäten, die wir für bis zur Übergabe des Schiffes leisten, beträgt 8% vom letztlich erzielten Kaufpreis. In den knapp 13.000 Euro Provision für dieses Schiff stecken Kosten für Gutachten, Besichtigungen und Werbung international. Naja. Haben Kunden technische Extrawünsche, kostet das auch extra und CutSails Schiffbauingenieur Jens Klose übernimmt den Fall. Es geht also nicht nur darum, im stillen Kämmerlein irgendwelche technischen Lösungen auszuarbeiten, sondern ich stehe direkt auch im Kontakt zu den Kunden, spreche mit denen, höre mir ihre Ideen an, bewerte die eventuell und versuche die dann umzusetzen oder auch mit den Werften abzuklären. Wer ist das Klientel? Wer kauft sowas? Menschen wie Sie und ich. Im Prinzip jeder, weil jeder sollte ja irgendwann den Entschluss fassen, es reicht. Ich hole mir jetzt ein Boot und segel zum Horizont. Tags drauf im Morgengrauen. Klaus Tietze ist seit 4 unterwegs Richtung Montpellier in Südfrankreich. Die rund 1300 Kilometer zur Katamaranwerft Outremer fährt er momentan fast wöchentlich hin und her. Ja, 4 ist eigentlich die beste Zeit. Dann hat man hier noch ein bisschen Ruhe im Bundesgebiet. Die Pendler sind noch nicht unterwegs und man kann gut Reisegeschwindigkeit fahren, ja. Nur einmal muss der Porsche in Luxemburg kurz an die Tankstelle. Nach insgesamt 12 Stunden Fahrzeit ist Montpelliers Badeort La Grammotte erreicht, wo ein Porsche nichts Besonderes darstellt. An der Kaje liegen die neuen Outremers, jede 10-mal so viel wert wie ein Sportwagen und mindestens genauso begehrt. Noch am gleichen Abend muss Klaus Tietze zum Treffen der Outremer-Verkäufer ins Hauptquartier der Werft. Outremer-Präsident Xavier Demarest sagt, mit welchen Konzepten die Werft bei ihren Kunden in Zukunft punkten will. Die Leute wollen, dass sich ihr Leben daheim und auf ihrem Boot von den Annehmlichkeiten her nicht unterscheidet. Wir arbeiten an diesem persönlichen Komforterlebnis. Dafür müssen unsere Materialien für den Schiffbau aber noch leichter werden. So können wir bei gleicher Segelperformance noch mehr in einem Boot anbieten. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für Outremer. Die Werft hat vor 20 Jahren mal mit 30 Leuten angefangen. Heute arbeiten 200 Mitarbeiter im Hallenkomplex direkt am Strand. Also wir sind hier jetzt bei Outremer auf der Bauwerft der Schiffe, die wir vertreten. Und wir machen jetzt mal einen kurzen Bummel durch die Werft. Very well. Freitagmittag und überall wird gearbeitet. Von einst 3 Booten pro Jahr ist die Produktion auf heute 28 angewachsen. Was auffällt, ist der hohe Anteil an Handarbeit bei dieser Form von Bootsbau. Es geht natürlich um Qualität, denn Performance-Multihulls brauchen eine andere Bauqualität als ein Charterboot. Das ist so vergleichbar im Automotive-Bereich. Man kann mit dem Renault Twingo kann man keine 280 fahren wie mit dem Porsche CS. Also das heißt, wir haben einfach eine andere Anforderung an die Struktur, an die Materialien, an die Steifigkeit des Bootskörpers.
Da, wo später enorme Kräfte einwirken, verlegen die Spezialisten Extraschichten an Glasfasermatten. Erst in Verbindung mit Harz wird daraus ein hochfester Rumpf. Damit das Harz aus den blubbernden Tanks in den letzten Winkel der Konstruktion gelangt, hüllen die Laminierer das Boot in Plane komplett ein. Ein halbes Bar Unterdruck saugt alle Luft heraus. Dann wird das Bauteil über alle Einlassventile gleichzeitig mit dem Harz geflutet. Innerhalb von nur 3 Stunden wird das ganze Bauteil komplett fertiggestellt und ausgehärtet. Die Vorbereitung für diesen Vorgang dauert aber circa 2 Wochen. Klaus Tietze muss nach 1 Stunde weiter. Sein Tag ist eng getaktet. Die Werft hat das Konferenzzentrum gemietet, um dort 5 Tage lang zur Outremer Wieg die eigenen Eigner zu schulen. Motorkunde, Elektrik, Tankmanagement und so weiter. Um 1 zur Paella kommt der Bremer mit einigen Menschen in Kontakt, denen er gerade erst Schiffe verkauft hat. Wolfram und Malgosia Völker laden Klaus Tietze auf ihre nagelneue Oktant ein. Schuhe aus und rauf. Sohn Wilhelm führt vor, was so eine Outremer 45 für ein cooler Spielplatz ist. Er hat gleich 2 Trampoline und ein eigenes Badezimmer knapp über der Wasserlinie. Ja, es gibt hier ein Klo, ein Bad und eine Dusche. Und hier ist mein Bad vorne. Und ich habe auch einen Spiegelschrank. Der Papa, ein Berliner Kunsthändler, zeigt mal die Extras. Die Spülmaschine, meine Frau hat drauf bestanden, ja. Wenn man schon die ganze Zeit im Urlaub ist, dann will sie ja eine Spülmaschine. Dann natürlich die Solaranlage hinten, dass man jetzt autark ist. Mit allen Extras sind die Völkers auf eine 750.000 Euro gekommen. Aber ab jetzt soll alles weniger Geld kosten. Und das Ding ist, das Leben auf dem Boot ist ganz billig. Also muss man wirklich sagen, ja. Also wenn man das Boot einmal hat und du ankerst da in irgendwelchen Buchten, dann hast du eigentlich nur noch die Einkäufe, das war's, ja. Also wir geben, wenn wir an Bord sind, weniger Geld aus als zu Hause. Völkers haben Erfahrung. Mit ihrem alten Boot waren sie schon einmal länger unterwegs und planen jetzt ein weiteres Sabbatjahr. Wenn man ein Jahr auf seinem Boot schon lebt, kann man nicht so richtig wieder zurück nach Deutschland in die alte Realität und weiter so machen. Das macht was mit uns. Das verändert unser Denken und uns als Menschen, man ist freier, man löst sich von diesen ganzen Zwängen. Also es ist auch ein bisschen eine Lebensentscheidung. Klaus Tietze vermittelt zwischen Kunden und Werft, damit diese Lebensentscheidung für ein Boot nicht im Frust endet. Die Sprachbarriere bei so einem Projekt ist doch relativ groß. Und natürlich weiß man ja auch nicht so genau, was sind das für Leute. Und da ist natürlich der Herr Tietze auch ein, sagen wir mal, Begleiter und Garant und Vertrauensperson, die sagt, jawohl, also das klappt. Ja. Und wenn das nicht klappt, dann fahre ich da runter und mach da was. Wilhelm beendet das Gespräch mit seinen Schokokugeln. Alter Schwede! Am nächsten Tag beginnt die exklusivste Eignerregatta der Katamaranszene überhaupt. Präsident Xavier Demarest hat den Kunden Segelprofis an die Seite gestellt. So können die Millionäre beim Outremer Cup lernen, ihre Boote mal am Limit zu segeln. Klaus Tietze ist mit Reinhold und Claudia Meiner aus Hannover für die Races verabredet. Die beiden haben im Dezember von ihm ihre Outremer bekommen. NAHAG steht für Nachhaltigkeit. Mit Firmen aus dem Bereich erneuerbare Energien hat Reinhold Meine sein Vermögen gemacht. Mit Windkraft kennt er sich ganz gut aus, übergibt aber trotzdem dem Regatta-Crack Klaus Tietze das Kommando. Darum, halt, abfallen, darüber, das ist Tonne links. Ja, ganz noch weiter rum, weiter rum, weiter rum, weiter rum. Erste Übung, 2x Zeitfahren, einfach die Bahn rauf und runter. Der fast 16 Meter lange Katamaran wird immer schneller. Das ist doch jetzt Jagdinstinkt hier, oder? Das ist Jagdinstinkt, ja. Das ist Spaß. Der Wind flaut mittags ab. Das erste Race wird zur Leichtwindregatta. Klaus Tietze verzockt sich am Start, weil er zu viel Sicherheitsabstand zu den anderen 27 Booten hält. NAHAG wird am Ende nur 14. Also, wir sind gut in der vorderen Hälfte. Das Problem war, ich habe 2 Minuten am Start verschenkt. Da ist es.
raus. Akribische Vorbereitung am nächsten Morgen. Für die Langstreckenregatta des Kaps rechnet sich Klaus Tietze Chancen aus. Dina Hake pirscht sich durch das Feld der Yachten an die Startlinie heran. Alle sind jetzt eingespielt bei den Manövern. Es wird richtig eng. Die Kanne ist passiert. Jetzt volle Höhe, aber wunderbar, wunderbar. Das war doch mal ein relativ gelungener Start. Die Aufholjagd beginnt auf Platz 9. An der ersten Wendemarke ist die deutsche Crew aufgerückt auf Platz 7. Der Wind frischt weiter auf. 15 nach 16! Mit mehr als 30 Stundenkilometern übers Mittelmeer. Die Konkurrenz macht jetzt Fehler. Die Nahake-Crew muss noch einem Abblockversuch der Splendid entwischen. Aber wo ist eigentlich genau die Ziellinie? Ah, jetzt sehe ich eine gelbe Tonne. Müssen wir da rum? Ja, die hat Steuerbord lassen. Gut. Ganz außen preschen die Deutschen an der Konkurrenz vorbei. Ein dritter Platz gegen zahlreiche Olympiasegler im Feld. Und das Ganze mit 600 Liter Diesel und 100 Kilo Anker. Die Meines sind halt doch eher Langfahrtsegler. Ihre erste Regatta mit dem neuen Boot beschert ihnen aber einen schicken Pokal und einige Erkenntnisse. Ja, wir haben eine Menge über das Schiff gelernt. Wir sind begeistert von den Segeleigenschaften, sind sehr viel sicherer geworden in der Bewertung des eigenen Schiffes und eigenen Fähigkeiten. Im Schnitt sieht Klaus Tietze seine Kunden 6 Jahre später wieder, wenn sie den nächstgrößeren Katamaran aus Südfrankreich bei ihm bestellen.